Deswegen hast du gesagt, ich rette einfach mal die Welt. Unter anderem mit diesem Vortrag, denn ich finde ihn super großartig. Kräftigen Applaus bitte für Lars Walter. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, und vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich bin echt, ganz ehrlich, richtig geflasht, wie voll das ist und wie viele von euch hier sind. Ja, mein Name ist Lars, wie gesagt, und mein Vortrag heißt Everyday Heroes, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und mit diesen Everyday Heroes, mit diesen Alltagshelden seid vor allem ihr gemeint, denn wir alle können jeden Tag die Welt retten. Und wie wir das tun und warum wir das tun können, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Aber zuerst mal eine Frage, wo wir gerade über Heroes reden und Superhelden. Wer von euch wollte früher oder möchte heute immer noch Superheld werden? Ihr dürft euch melden. Ja, alles klar. Yeah. Wiesbaden, ihr seid eine Superheldenstadt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Super. Was war denn so, du hast dich auch gemeldet, was wolltest du denn werden? Was war dein Superheld der Wahl? Wonder Woman, perfekt. Dankeschön. Großartiger Film, by the way. Bis aufs Ende, egal. Reden wir über was anderes. Sehr schön. Ja, ich wollte, mein erster Berufswunsch war Power Ranger. Wobei, die beiden sehen jetzt eher aus wie Minions mit Fetisch. Aber egal, ist jetzt auch ein anderes Thema. Ich passe leider mittlerweile auch nicht mehr in so einen Anzug rein. Deswegen habe ich mir gedacht, rede ich über andere Helden. Denn das Tolle ist wirklich, dass wir ganz ohne Superkräfte, ganz ohne dickes Konto, ohne Batmobil Superhelden sein können und unsere Welt retten können. Aber muss unsere Welt überhaupt gerettet werden? Ganz ehrlich. Ich meine, ich habe hier wahrscheinlich den einen oder anderen Gutmenschen am Start, aber wer glaubt, dass wir die Welt retten müssen? Okay, danke, ciao. Cool. Nein, okay. Wer glaubt, dass ich heillos übertreibe, dass das Verschwörungstheorie ist, Klimawandel ist Bullshit, weil die Sonne scheint halt gern, wie die AfD gerne sagt. Nein? Okay, super, ihr seid cool. Ja, ich glaube auch, dass wir die Welt retten müssen, aber kurz nochmal zu mir, warum glaube ich das und warum rede ich überhaupt mit euch? Was wollt ihr eigentlich von mir hören? Denn ich bin weder Arzt noch Ökotrophologe, kein Ernährungswissenschaftler, kein Vorstand einer NGO oder einer Umweltorganisation, ich bin einfach nur ein Typ. Und zudem bin ich auch noch Schauspieler, das heißt, ich kann nichts anderes als reden, bin vor allem Synchronsprecher, habe unter anderem für die Herrschaften hier gearbeitet und mache seit Mitte 2017 den Veggie World Podcast. Montag haben wir unsere 80. Folge, haben mittlerweile knapp 200.000 Downloads und sind damit einer der erfolgreichsten deutschen veganen Podcasts, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Der Podcast ist natürlich kostenlos. Oh, danke schön. Danke. Ja, also ihr seid herzlich eingeladen, den Podcast zu hören. Der kostet wirklich nichts, auch keine versteckten Käufe oder sowas. Der ist wirklich aus Leidenschaft entstanden und ist jede Woche mit einer neuen Folge dabei. Und da bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe auch zahlreiche Gäste, die von hoher Qualität sind. Zum Beispiel Sophia Hoffmann, die ihr neues Buch gerade rausgebracht hat, Zero Waste Küche. Sehr wichtiges Thema, komme ich gleich noch darauf zu sprechen. Die ist auch morgen hier mit einer Kochshow. Nico Rittenau, der kaum noch wegzudenken ist, weder aus Deutschland noch aus meinem Podcast. Gordon und Aljoscha von Vegan ist ungesund, über die stolpern man halt auch. Wundervolle Männer und viele, viele zahlreiche Menschen mehr. Wir haben zahlreiche Infofolgen und so weiter. Vor fast 7 Jahren habe ich einen Sprung gemacht und habe mein Leben deutlich überdacht, nachdem ich einen Vortrag gesehen habe von Dr. Richard Oppenländer, einem Zahnarzt aus den USA, der auch ein Buch geschrieben hat, mehrere Bücher, das habe ich gelesen, wundervolles Buch, über den Einfluss unseres Konsums auf unsere Umwelt. Als ich den Vortrag gesehen habe, übrigens, wenn ihr euch den Link abfotografiert, da könnt ihr das Video sehen, ist immer noch online bei YouTube, schon ein bisschen älter, aber immer noch sehr, sehr wichtig. Und als ich den Vortrag gesehen habe, dachte ich, ich kann so nicht weitermachen, ich muss was verändern. Und habe das Schritt für Schritt getan, zusammen mit meiner Frau. Und heute habe ich mir vorgenommen, wollte ich mir ein Scheibchen vom Dr. Oppenländer abschneiden und mit euch über unseren Konsum sprechen und was das für Auswirkungen hat. Wenn jetzt jemand von euch dabei ist, der sagt, ich esse noch ganz wenig Fleisch oder ich lebe vegan, ich esse noch Tofu-Wurst, ich mache alles richtig geil, super gut, das ist ganz großartig. Wir können aber noch viel mehr tun, als nur vegan leben. Und was das eigentlich alles bedeutet, darüber quatschen wir jetzt. Aber das Wichtige ist vor allem, egal ob ihr Tofu-Wurst esst oder Schweinewurst, es geht nicht darum, dass ich irgendwen hier belehren möchte, es geht nicht darum, dass ich mich besser fühle als irgendwer, sondern mir ist wichtig, dass wir realisieren, dass wir alle in einem Boot sitzen, dass wir miteinander die Probleme erkennen und gemeinsam an den Lösungen arbeiten. Ja? Und also fühlt euch bitte nicht auf die Füße getreten, ja, egal ob ihr vegan seid oder nicht, und lasst uns loslegen. Mein Vortrag wird in der ersten Hälfte relativ düster. Ich warne euch nur kurz vor, wir gehen ziemlich tief ins Lande Mordor hinein, ja, bevor wir
uns wieder in grünere Gefilde begeben. Aber ich beschreibe einfach nur den Zustand unseres Planeten jetzt. Und der ist leider sehr düster, deswegen seid bitte vorgewarnt. Aber es wird später besser, versprochen. Zuerst möchte ich über Nachhaltigkeit sprechen, denn mit dem Wort Nachhaltigkeit habe ich ein massives Problem. Nachhaltigkeit wird nämlich absolut inflationär benutzt. Von IKEA, die übrigens 2018 einen Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben, über den 1-Euro-Shop Teddy, der eine Nachhaltigkeitskampagne hat, während er gleichzeitig giftige Produkte zurücknehmen muss, bis hin zu Nestle, die eine riesige Nachhaltigkeitskampagne haben auf ihrer Homepage und gleichzeitig immer wieder in den Schlagzeilen stehen, weil sie in verschiedenen Ländern Menschen das Wasser abpumpen. All diese Firmen betreiben Nachhaltigkeitskampagnen und wir sind alle nachhaltig und das ist ganz wundervoll. Aber das eine ist natürlich das Problem, dass es einfach jetzt jeder benutzt und dadurch wird alles gut. Und zum anderen ist das Problem das Wort selbst. Denn Nachhaltigkeit bedeutet per Definition einfach nur, dass wir die Dinge nicht noch schlimmer machen, als sie es jetzt sind. Aber so wie wir gerade dran sind mit unserem Planeten, reicht das nicht mehr aus. Wir sollten uns ein neues Ziel setzen, nämlich regenerativ zu arbeiten. Also den Planeten besser zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Denn wenn wir jetzt einfach nur nachhaltig arbeiten, dann haben unsere Kinder trotzdem nicht mehr viel Spaß. Was hat also unser tägliches Essen mit unserer Umwelt zu tun? Was hat so ein Standardessen, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, egal was da jetzt auf dem Teller ist, zu tun mit unserer Umwelt? Zum Beispiel mit den über 640 Millionen Menschen weltweit, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Oder mit den über 820 Millionen Menschen, die Hunger leiden weltweit. Und den über 2 Milliarden, die unter Mangelernährung leiden. Was hat unser Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit den Massensterben von Delfinen, Walen, Meeresschildkröten oder Haien zu tun? Das ist natürlich eine Fangfrage. Es hat sehr viel damit zu tun. Und ich möchte mit euch diesen Kreislauf hier ein bisschen erforschen. Denn es geht zum allererst einmal um unsere Zahl. Wir sind sehr viele Menschen auf diesem Planeten. Wir sind mittlerweile, dieses Flipchart hier, Flipchart, ich bin so 2018, diese Folie stammt vom Oktober 2018, wurde sie das letzte Mal aktualisiert. Seitdem sind wir fast 7,7 Milliarden Menschen weltweit, denn wir werden jeden Tag 200.000 mehr. Das ist nicht die Geburtenrate, da ist die Sterberate schon von abgezogen. Wir werden jeden Tag 200.000 Menschen mehr auf dem Planeten. Für diese Menschen muss natürlich gesorgt werden, das heißt, wir schlachten und essen jedes Jahr ca. 60 Milliarden Landtiere und fangen, diese Zahl ist sehr schwer einzuschätzen, zwischen 970 und 2700 Milliarden Fische weltweit. Dazu kommen noch einmal 100 Milliarden Fische aus der Aquakultur oder Fischfarmen. Das sind sehr viele Tiere. Und das kommt natürlich daher, dass allein in Deutschland zum Beispiel fast 90% der Menschen sich flexitarisch ernähren oder mischköstlich, also Fleisch essen, Fisch, Wurst, alles was dazugehört. Circa 10% ernähren sich vegetarisch, also mit Milch, Eiern, Honig, alles was dazu gehört. Und circa 1,6% ernähren sich rein pflanzlich, also vegan. Okay. Dieser Konsum auf dieser Größenordnung hat seine Folgen. Denn wenn wir so weiterleben wie bisher, dann bräuchten wir zwischen 1,5 und 2 Planeten Erde. Aber wie ihr da seht, das ist der Verbrauch von Europa und den USA. Wenn wir alle so leben wollen, wie wir leben, dann bräuchten wir zwischen 3,5 und 4 Planeten Erde. Vielleicht ist es euch aufgefallen, mir ist es sehr spät aufgefallen, wir haben nur eine. Ja? Und es gibt eine sehr spannende Seite, ich habe den Link leider noch nicht eingefügt, von der Seite des Earth Overshoot Day. Wem von euch sagt der Earth Overshoot Day was? Das ist der Tag, an dem im Jahr die Ressourcen des Planeten eigentlich aufgebraucht sind und ab da leben wir auf Pump. Es war letztes Jahr der 8. August, für Deutschland war es aber eigentlich schon der 2. Mai. Und auf der Homepage des Earth Overshoot Day könnt ihr euren eigenen Fußabdruck ausrechnen. Das funktioniert relativ genau sogar, ist ganz spannend. Ich habe das letzte Mal gemacht, ich bin jetzt bei knapp einem Planeten. Und ich könnte noch einiges besser machen und denke schon, wow, ich kann einiges verändern als Einzelperson, aber es geht immer noch besser. Denn es berechnet zum Beispiel auch, wie viele elektronische Geräte haben wir und so weiter und so fort. Also wir haben nur einen Planeten, was machen wir also? Was ist die Lösung? Essen wir nur noch Bio? Wer von euch glaubt, dass Bio eine gute Lösung ist? Ihr dürft euch melden. Okay, okay. Wer von euch isst gerne Bio? Wer zählt sich als Bio-Tante oder Bio-Onkel? Meine Mutter ist fetter Bio-Tante, ja. Also sie ist nicht fett, aber sie ist Bio-Tante. Ist ja klar. Bio wäre auf jeden Fall ein guter Schritt. Aber schauen wir uns mal alleine den Land- und Ressourcenverbrauch unserer
Tierhaltung an. Fast die Hälfte unserer Landmasse weltweit wird nur für die Tierhaltung verbraucht und für deren Futtermittelproduktion. Und fast ein Drittel, über ein Drittel unserer Trinkwasserversorgung geht nur für die Tierhaltung drauf. Dafür bekommen wir aber was zurück. Also jetzt nicht das, nee, das sind menschliche Exkremente. Wir bekommen das 130-fache an Exkrementen zurück, was wir Menschen überhaupt erzeugen könnten. Das sind alles Tierexkremente. Ja, das ist ein Riesenhaufen Scheiße. Und das erzeugt natürlich eine Menge Treibhausgase. Der gesamte Verkehrssektor weltweit erzeugt ca. 13% aller Treibhausgase. Was meint ihr, wie viel erzeugt der Tierhaltungssektor? 10, 5, 20, 14? Über 50? Okay. Die Zahlen gehen lustigerweise wirklich sehr auseinander, je nach Studie. Die absolut konservativste Zahl, die ich gefunden habe, war 14% und die am wenigsten konservative war 51. Die Zahl, die ich am meisten gefunden habe, war 18%. Egal, ob es jetzt 14 sind oder 50, es ist definitiv mehr als der gesamte Verkehrssektor und es ist definitiv zu viel. Gleichzeitig sind wir verantwortlich für über die Hälfte von Stickstoffoxiden, was, wenn wir jetzt an CO2 denken, wir denken immer an CO2-Abdruck. Stickstoffoxide gehören quasi zu unserem CO2-Abdruck, sind auch ein Treibhausgas, sind aber 296 Mal schlimmer als CO2. Und Stickstoffoxide sind auch ein großer Bestandteil der Tierhaltung. Dauert übrigens 150 Jahre, bis sich das Zeug abbaut. Macht einem sehr viel Spaß auf die Zukunft. Und wenn wir Bio essen würden, wäre das ganz fantastisch. Momentan essen wir nur ungefähr 1,5% unserer tierischen Lebensmittel als Bioprodukt. Wenn man sagt, ja, ich meine, wer von euch hat schon mal gehört, wenn ich Fleisch esse, dann auch nur das gute Fleisch von Biobauern um die Ecke? Okay, wer sagt das selber? Ihr dürft euch melden? Okay, keiner traut sich. Alles klar, alles cool. Verstehe ich. Ich finde, Bio ist ein super Schritt. Aber rein ressourcentechnisch löst Bio unser Problem nicht. Stellen wir uns mal vor, wir strengen uns wirklich an und würden alle Tiere, die wir in Deutschland halten, Bio halten. Löst das das Problem? Leider nur wenig, denn ein Tier, was in Biohaltung gehalten wird, verbraucht nicht nur mehr Ressourcen durch sein längeres Leben, verbraucht mehr Wasser, mehr Futter, dadurch mehr Erdöl, sondern es verbraucht auch mehr Platz, weil die Standards höher sind. Und das ist eine wundervolle Sache, dass die Standards höher sind. Das Problem ist, dass wir sehr viel Land verbrauchen durch die Menge an Tieren, die wir in Biohaltung halten würden. Stellen wir uns also vor, wir strengen uns wirklich komplett an, ja, und sämtliche Tiere, die wir jedes Jahr schlachten, alle 745 Millionen Tiere jedes Jahr in Deutschland, halten wir per Mindeststandards der EU-Ökolandbauverordnung. Ja? Das sind noch nicht die Tiere, die wir für Milch halten, nicht die Tiere, die wir für Eier halten oder für Honig irgendwas. Keine Fische, keine Kaninchen, nichts. Nur, ich sag mal, Hühner, anderes Geflügel, Schweine, Rinder. Wenn wir die Tiere, die wir jedes Jahr schlachten, alle 745 Millionen, nach Mindestverordnung halten würden, bräuchten wir eine Fläche von Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Österreich, Polen, Großbritannien, Dänemark und Schweden. Nur für den Mindestauslauf, der vorgegeben ist. Wir reden noch nicht von Mehrauslauf, wir reden noch nicht von grünen Weiden, wir reden nicht von anderen Stallflächen, wir reden nicht von den Farmen, wo diese Tiere gehalten werden, wir reden nicht von den Futteranbauflächen, wir reden nicht davon, dass wir die gesamte Fläche hier bräuchten. Wir müssten nämlich so Sachen wie Flüsse, Wälder oder Städte leider aus dem Weg räumen, weil wir die gesamte Fläche bräuchten. Und das nur für unsere Tiere, wenn wir sie bio halten wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass die anderen Länder da was gegen haben. Keine Ahnung, wenn wir unsere Tiere da parken, vielleicht wollen die auch selber Biotiere haben. Jedenfalls löst das unser Ressourcenproblem nicht. Okay, wenn das nicht die Lösung ist, was ist dann? Essen wir nur noch ganz wenig Fleisch beim Biometzger um die Ecke. Ja, unseres Vertrauens. Wobei ich mich immer frage, warum kann man immer nur Biometzgern um die Ecke trauen und nie auf geraden Straßen, ich weiß es nicht. Okay, löst das unser Problem? Auch nur bedingt, denn wir sind so viele Menschen, dass wir immer noch 8,5 Milliarden Landtiere schlachten würden jedes Jahr, fast 400 Milliarden Fische, Minimum, fangen würden. Es würden immer noch 114 Millionen Menschen Hunger leiden, oder kriegen die dann zumindest ein bisschen was ab? Ich weiß es nicht. Und wir würden immer noch das 18-fache an Exkrementen produzieren, nur von den ganzen Tieren, die wir halten. Und stellen wir uns diese ganze Situation mal als Krankheit vor. Wenn ihr krank seid, ihr habt eine richtig harte Grippe, wollt ihr nur noch ein Siebtel dieser Krankheit haben und sagt, okay, das ist okay, weil sonst wird es zu anstrengend, oder wollt ihr wirklich ganz gesund werden? Und wir können uns diese Situation wirklich als Krankheit vorstellen, wenn wir an eine Lungenkrankheit denken zum Beispiel. Denn unsere Regenwälder als Lunge der Welt sind ganz stark betroffen.
Übrigens, wenn jemand sagt, ich würde ja gerne vegan leben, aber die Sojamilch, der Soja, das macht die ganzen Regenwälder kaputt, stimmt bedingt. Allerdings gehen 80% der Sojaernte aus Südamerika an die Tierhaltung, vor allem an die europäische und US-amerikanische Tierhaltung in Form von Futtermitteln. Nur 2% in etwa gehen an menschliche Lebensmittel wie Tofu etc. In Europa konsumieren wir aber vor allem Sojaprodukte aus Europa, nämlich aus Österreich, Italien, ich glaube der Schweiz, die haben da Anbaugebiete und so weiter. Aber der Regenwald wird natürlich trotzdem immens betroffen. Jedes Jahr verbrennen wir eine Fläche von 137.000 Quadratkilometern an Regenwald. Das ist in etwa die Fläche von NRW, Baden-Württemberg und Bayern, die wir jedes Jahr in Brand stecken. Jetzt sagt ihr, gut, hey, wir sind ja in Wiesbaden, was soll's? Ich lebe in Düsseldorf, ich finde das nicht so schön. Und natürlich, das sind jetzt nur Bäume, ja, die erzeugen kein WLAN oder so, aber sie erzeugen halt Sauerstoff. Und zwar 1/5 unseres Sauerstoffs weltweit. Und die Fläche unserer Regenwälder hat sich von 15% weltweit auf unter 2% reduziert. Wir haben fast keine Regenwälder mehr übrig. Und wenn die weg sind, was ist dann? Soll dann jeder 1/5 von uns die Luft anhalten und wir wechseln uns ab? Ich weiß es nicht. Und das Problem ist nicht nur der Sauerstoff, sondern auch die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten, die ausschließlich in Regenwäldern leben. Es wird davon ausgegangen, dass die Hälfte sämtlicher landlebigen Tier- und Pflanzenarten ausschließlich in Regenwäldern vorkommen. Wir haben ganz viele Arten noch gar nicht entdeckt und trotzdem wird davon ausgegangen, dass jeden Tag 137 Arten verloren gehen. Jeden Tag. Okay, essen wir kein Fleisch mehr. Okay? Okay. Aber Fisch essen wir noch. Ja? Wer von euch hat schon mal gehört, okay, ich esse kein Fleisch mehr, gut, Fisch esse ich. Ja, Vegetarier mit Fisch, Pesketarier, by the way. Okay, guter Schritt, auf jeden Fall. Aber Fische sind uns ja generell egaler, weil die schreien auch nicht, wenn man sie schlachtet und so. Und keine Ahnung, Hauptsache man hat Strand, Meer ist ja auch groß. Aber Fische und Fischfang sind ein Riesenproblem, denn wir fangen jedes Jahr um die 108 Millionen Tonnen Fisch. Und diese Zahl ist sehr konservativ, denn allein 2016 gab es von der UN eine Studie, die herausgebracht hat, dass wir vergessen haben, dass wir 50% mehr Fisch fangen, als wir bisher dachten. Ja? Wir wussten nicht, wie viel Fisch wir eigentlich fangen bis 2016 und auch jetzt haben wir eine weitaus höhere Dunkelziffer, weil sich einfach niemand an die Regeln hält. Hinzu kommen noch die 100 Milliarden Fische aus der Aquakultur oder den Fischfarmen und übrigens landet etwa ein Drittel der gefangenen Fische als Fischfutter in den Fischfarmen. Und das sind jetzt nur die Fische, die auch im Netz landen sollen. Dazu kommt nämlich noch der Beifang. Pro Kilogramm Fisch, was in den Netzen landen soll, kommen noch circa 5 Kilogramm Beifang. Also Fische, die einfach sich mit verfangen. Ja? Und das sind jetzt nicht nur Fische, die uns kulturell erstmal egal sind, das sind auch Typen wie Flipper. Und Flipper ist damit nicht allein, denn jedes Jahr landen in den Fischernetzen weltweit ca. 300.000 Delfine und Wale, 250.000 Meeresschildkröten, 100.000 Albatrosse und 100 Millionen Haie. Das sind 3 Haie die Sekunde. 3. Haie sind bei uns vielleicht ein bisschen verpönt, Steven Spielberg sei Dank und dem Weißen Hai und zahlreichen Kinofilmen. Haie sind aber enorm wichtig für die Gesundheitspolizei in den Meeren, vor allem auch in Korallenriffen. Ja, das ist da, wo Nemo wohnt. Und Korallenriffe haben auch extrem gelitten unter dem Fischfang und auch unter dem Haiverlust. 40% der Haie übrigens landen als Haifischflossensuppe auf unseren Tellern weltweit. Den Haien werden die Flossen abgeschnitten und die Körper werden zurück ins Meer geschüttet. Der Beifang landet übrigens auch als Müll im Meer. Der wird nicht genutzt. Man kann nicht sagen, okay, jetzt haben wir 5 Kilo mehr Fisch als gedacht im Netz. Super, benutzen wir das. Nein, das landet als toter Müll im Meer. Die FAO, die Food and Agriculture Organization, das ist eine Untergruppe der UN, geht davon aus, dass 85% der weltweiten Fischgründe entweder überfischt sind oder vollkommen erschöpft. 85%. Und trotzdem bringen Naturschutzorganisationen wie WWF und Greenpeace Apps raus, die uns anzeigen, wo wir nachhaltig gefangenen Fisch essen können. Wie kann das sein? Wie kann man da von nachhaltiger Fischerei sprechen, wenn 4 Millionen Fischerboote jeden Tag rausfahren und niemand sie regulieren kann? Niemand kann 4 Millionen Fischerboote regulieren und keiner tut's. Und das ist nur der Fischfang, denn dazu kommt natürlich auch noch die Landtierhaltung, die uns mit ihren wundervollen Exkrementen beschert. Denn durch die ganzen Exkremente, die in Flüssen und letztendlich im Meer landen, haben wir mittlerweile 500 Todeszonen im Meer.
in denen außer ein paar Bakterien nichts mehr lebt. Komplett nitratverseucht und haben eine Fläche von ca. 150.000 Quadratkilometern. Das ist, als ob wir halb Deutschland. Naja. Wenn wir so weitermachen, geht die UN davon aus, dass wir 2050 keine, und ich wiederhole, keine Fische mehr in unseren Meeren haben werden. Wie können wir da von nachhaltiger Fischerei sprechen? Okay. Ich habe euch jetzt erstmal ordentlich die Laune versaut. Tut mir leid, aber ich habe euch vorgewarnt extra. Sorry. Ich möchte euch nur klar machen, wir haben es hier mit einem dicken, rot blinkenden Timer zu tun, einem Countdown. Und wir müssen jetzt etwas tun. Wir können nicht unsere Probleme unseren Kindern überlassen, obwohl die jetzt zu den Fridays for the Future gehen. Unsere Kinder stehen auf und machen was für die Zukunft, während wir oft tatenlos dasitzen. Wir können nicht der Politik oder der EU irgendwem unsere Probleme aufhalten und sagen, löst das, wir selber können und sollten es lösen. Ich habe diesen Vortrag in Düsseldorf mal gehalten vor der Agentur für nachhaltigen Konsum. Und da waren die drei Reaktionen, die EU muss was lösen, die müssen mal was machen. Warum müsst ihr jungen Leute immer so viele Anglizismen benutzen und schreibt Refill auf die Kaffeemaschinen? Und ihr kennt ja gar keinen richtigen Hunger mehr, ich war im Zweiten Weltkrieg, aber ein Rumpsteak lasse ich mir nicht nehmen. Da merkt man die Dissoziation, die bei uns herrscht. Wir möchten nicht aus unseren Strukturen ausbrechen. Es ist anstrengend. Aber ist das wirklich anstrengend? Ist das extrem? Sich anders vielleicht zu ernähren, daran etwas ändern zu wollen? Ich finde nicht. Ich finde, extrem ist, wenn wir 2050 keine Fische mehr im Meer haben. Ich finde, es ist extrem, wenn wir 9 bis 10 Milliarden Menschen auf der Welt haben, die wir alle nicht mehr ernähren können. Und es wird davon ausgegangen, dass wir bis zu 200 Millionen Klimaflüchtlinge haben werden, weil besonders in Afrika und Asien keine Nahrung mehr vorhanden sein wird. Das finde ich extrem. Aber kommen wir zu den Lösungen. Ich habe euch mal dieses Zitat mitgebracht von einem der Begründer der Permakultur, Bill Mollison, einem Australier, der sagte, "Though the problems of the world are increasingly complex, the solutions remain embarrassingly simple." Obwohl die Probleme der Welt immer komplexer werden, bleiben die Lösungen peinlich einfach. Und die Lösung ist peinlich einfach. Denn für all diese Probleme, die ich gerade aufgezählt habe, gibt es eine Lösung. Und das ist andere Ernährung. Wir müssen uns einfach nur pflanzlich ernähren. Und wie der Kabarettist Hagen Rether so schön sagt, als Veganer muss man nichts machen, man muss einfach nur die Viecher in Ruhe lassen. Natürlich ist es für uns anstrengender als nur das. Es ist anstrengend, die eigenen Muster zu durchbrechen und das Verhalten zu verändern. Aber es geht wirklich gut. Und dafür brauchen wir auch keine Superkräfte. Aber wir können Dinge erreichen, die an Superkräfte grenzen, alleine was die Ressourcen angeht. Wir sparen als vegan lebende Menschen, das verbrauchen wir nur das 1/18 an Landmasse von einem regulär fleischessenden Menschen. Ein 1/18 an Landmasse. Und wir sparen eine Menge Wasser. Schauen wir uns mal an, wie viel Wasser wir sparen können. Für 1000 Liter Wasser zum Beispiel bekommen wir folgende Lebensmittel. Schauen wir uns erst die tierischen Lebensmittel an. Wir bekommen für 1000 Liter Wasser entweder 0,04 Gramm Milchschokolade, oder, nicht und, oder 0,06 Gramm Rindfleisch, 16 Gramm Schweinefleisch oder 14 Gramm Käse, 18 Gramm Butter, 23 Gramm Huhn, ich bin fast satt, 300 Milliliter Milch oder 5 Eier. Was bekomme ich an pflanzlichen Lebensmitteln für 1000 Liter Wasser? Entweder 300 Gramm Datteln, auch sehr wasserintensiv, ebenso wie Reis, von dem ich 300 Gramm kriege, 1,1 Kilogramm Mais, 1,5 Kilogramm Äpfel, 4 Kilogramm Kartoffeln, 5 Kilogramm Kohl, 5,5 Tomaten oder 7,5 Kilogramm Salat. Jetzt soll ich den einen oder anderen sagen, Salat. Ja, aber es ist eine Menge. Natürlich möchte niemand 7,5 Kilogramm nur Salat essen, das ist ganz klar. Aber schauen wir uns das doch mal im Vergleich an. Für 8000 Liter Wasser bekommen wir entweder 480 Gramm Nahrungsmittel oder über 25 Kilogramm Nahrungsmittel. Was meint ihr, wovon werden wir eher satt? Und mit den 25 Kilo können wir was ganz Verrücktes machen. Davon werden wir nicht nur satt, wir können auch die Lebensmittel, die wir nicht mehr brauchen, teilen. Denken wir an die 820 Millionen hungernden Menschen weltweit. Es ist also nicht nur ein tierethisches Problem oder ein ökologisches, ökonomisches Problem, sondern es ist auch eine Lösung für Menschenrechte. Es gibt ökologisch gesehen, umwelttechnisch gesehen, keine sinnvollere Ernährung als die rein pflanzliche. Nicht die größtenteils pflanzliche, die rein pflanzliche. Es ist super, wenn man größtenteils pflanzlich lebt, aber 1 Liter Milch kostet 3000 Liter Wasser. Kann man sich überlegen. Möchte man seinem Kind später sagen, sorry, Hafermilch schäumt nicht so gut auf im Kaffee.
Es ist eine Sache der Priorität. Und es ist, wie ihr an meiner Silhouette seht, es ist kein Mangelleben als Veganer. Wir können wirklich viel verändern und ökologisch ist es wirklich absolut die sinnvollste Ernährung. Auch meiner Meinung nach ethisch, aber Ethik spielt ja keine Rolle. Tiere können euch schnurzpiep egal sein. Dem Klimawandel ist das egal, der passiert trotzdem. Meiner Meinung nach auch ernährungstechnisch und gesundheitlich die vorteilhafteste Ernährung, aber das ist nicht mein Spezialgebiet, da empfehle ich euch Nico Rittenau in seinem Vortrag später. Aber wir können wirklich viel, viel verändern. Also, wenn ihr noch nicht ganz vegan seid, kein Ding, geht Schritt für Schritt. Geht Schritt für Schritt vorwärts. Versucht mal 2 Wochen ohne Fleisch und dann nochmal 2 Wochen. Und auch ohne Fisch, muss man ja immer dazu sagen. Und dann guckt mal, was passiert. Die meisten Leute merken nach 14 Tagen die ersten Veränderungen. Ja, informiert euch, probiert Pflanzenmilch durch. Ihr seid hier am besten Ort der Welt, um euch durchzuprobieren. Ich weiß, wovon ich rede. Und wenn ihr denkt, okay, ich bin aber irgendwie, ich bin schon vegan, yay, super gut, dann geht raus und erzählt es allen. Ja, ich meine, wer kennt den Witz? Wie erkennt man einen Veganer auf einer Party? Er sagt es einem. Ich hasse den Witz. Aber er stimmt. Also hey, egal. Gehen wir auf Partys und erzählen es allen. Geht an Unis, geht an Schulen, geht auf die Arbeit, bringt Leuten was Leckeres zu essen mit, geht in die Politik, tut etwas, redet darüber. Denn nur stiller Konsument sein reicht heutzutage leider nicht mehr. Dafür ist der Countdown zu rot blinkend. Und wenn ihr euch allein fühlt, kein Problem, wir sind nicht allein. Wir sind, und die Zahl ist von 2017, ich habe nachgerechnet, wir sind mittlerweile ungefähr 1,5 Millionen Veganer in Deutschland. Jeden Tag kommen 200 Veganerinnen und Veganer dazu. Und 2000 Vegetarier. Es verändert sich so, so viel. Und das ist der Hammer. Ja, dafür kann man auch mal klatschen. In der Tat. Vielen Dank. Ihr klatscht für euch selber, Leute. Und das ist der Hammer. Also, ihr könnt ganz viel tun. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin vegan, super, ich gehe jetzt nach Hause und muss nichts mehr machen, haltet ein. Wir können noch so viel mehr machen, als uns nur in Anführungszeichen vegan zu ernähren. Ich habe gesagt, für alte Vegan-Häsinnen ist vielleicht auch noch was dabei. Und deswegen spreche ich noch über andere Themen, wie zum Beispiel Food Waste oder Lebensmittelverschwendung. Wem sagt das was? Lebensmittelverschwendung? Super, sehr gut. Wir schmeißen jedes Jahr 1/3 unserer Lebensmittel weg. Weltweit, ebenso wie in Europa, ebenso wie in Deutschland. Jedes Jahr in weltweit 1,3 Milliarden Tonnen, in Europa 88 Millionen Tonnen. Das sorgt allein für fast 10% unserer Treibhausgase. Nur Müll. Und zwar nur Nahrungsmüll. Das kostet uns in Europa jedes Jahr über 14 Milliarden Euro. Nur das Essen, was wir in den Müll schmeißen. Wer macht sowas? McDonald's. Nein. Wir schauen mal nach, wer das alles wegschmeißt. 11% gehen in der Produktion flöten, circa. Außerdem 19% in der Verarbeitung. Circa 12% nur in der Gastronomie. McDonald's schmeißt also nicht ganz so viel weg. Nur 5% gehen im Handel flöten. Was lässt das dann übrig? Politik? Nein, schon wieder uns. 53% unserer Lebensmittel werden in Privathaushalten weggeschmissen. Von uns, von euch, von mir. Scheiße, ne? Müssen wir schon wieder selber was ändern. Was ist denn da los? Ja, wir können so viel verändern, wenn wir uns selber an die Nase greifen und nicht mehr so viel wegschmeißen. Und deswegen jetzt ein paar Tipps, die vielleicht dem einen oder anderen total offensichtlich vorkommen. Ich sage sie trotzdem. Wie können wir Verschwendung ein bisschen entgegenwirken? Wir können unsere Woche durchplanen. Wir müssen nicht jeden Tag zum Rewe rennen, sondern vielleicht mal einen Wocheneinkauf planen. Wir können nur so viel wie nötig einkaufen. Es ist manchmal nicht ganz einfach, wenn man so drei Paprika verpackt in Plastik sieht. Denkt man, scheiße, ich brauche nur eine. Ja, vielleicht einfach mal schauen, wo gibt es einen Unverpacktladen bei mir in der Nähe. Es machen so viele Unverpacktläden auf, Leute. Wenn ihr keinen bei euch habt, vielleicht wolltet ihr immer mal einen Unverpacktladen aufmachen. Ihr könnt vorbereiten und aufbewahren. Ja, wir können Dinge vorkochen und mitnehmen. Es ist unglaublich. Wir können sie einpacken in wiederverwertbare Behälter. Und wir können Sachen auch zweimal essen. Ich komme von der Schauspielschule. Ich weiß, wie das ist. 5 Tage Haferflocken. Geil. Es geht aber auch besser. Und wir können uns mit anderen zusammentun. Ja, mit Nachbarn, mit Kolleginnen, Kollegen, Freunden, Freundinnen, WG-Partnern. Und wir können zusammen kochen. Wenn ihr nicht vegan seid, holt euch vegane Freunde, lasst euch Rezepte zeigen. Fantastisch. Ihr könnt, wenn ihr mal Kuchen übrig habt, könnt ihr zum Nachbarn gehen und das teilen. Wenn ihr zu den Menschen gehört, die Kuchen teilen. Wenn ihr euch aktiv an Lebensmittelrettung beteiligen möchtet, dann könnt ihr euch Organisationen wie Foodsharing anschließen. Das ist eine ehrenamtliche Organisation. Ist in ganz Deutschland, außerdem in der Schweiz und Österreich, soweit ich weiß. Die gibt es seit 2012, wurden außerdem übrigens von einem Veganer gegründet. Haben seitdem über 16.000 Tonnen Lebensmittel gerettet aus über 4.500 Betrieben und haben über 40.000 Foodsaver. Meine Frau macht da seit Mitte 2017 sehr aktiv mit und glaubt mir Leute, seitdem ich vegan geworden bin, ist Foodsharing und Foodsaving das größte Ding, was ich je erlebt habe. Als sie das erste Mal mit 800 Kilo roten Trauben ankam, dachte ich, alles klar. Denn
wir schmeißen so viel weg. Und es geht nicht darum, dass man in Mülltonnen rumtaucht. Das gibt es auch, das ist was anderes. Es geht darum, dass diese Lebensmittel sowieso weggeschmissen werden. Und die sind zu 90% frisch. Ein Großmarkt in Düsseldorf, wo jede Woche mehrmals abgeholt wird, der schmeißt alle 2 Tage zwischen 3 und 7 Tonnen Lebensmittel weg. Das ist unglaublich. Und es geht nicht darum, dass man Bedürftigen etwas wegnimmt. Im Gegenteil, wir arbeiten da mit den Tafeln zusammen. Und die Tafeln schmeißen immer noch weg, weil die so viel bekommen. Weil es so viel Lebensmittel gibt. Es gibt Händler, die müssen die Schulmilch auch in den Schulferien annehmen, weil sie Knebelverträge mit den Produzenten haben. Weil die Produzenten Knebelverträge haben. Da geht die Schulmilch tonnenweise so durch in den Müll. Das ist unglaublich. Es ist wirklich pervers. Ich nenne es immer eine Mischung aus Albtraum und Schlaraffenland. Aber Foodsharing hilft einfach allen. Ihr spart Ressourcen. Wenn ihr noch Lebensmittel esst, die tierischen Ursprungs sind, esst sie vom Foodsharing. Damit unterstützt ihr nicht mehr aktiv die Industrie und ihr habt ein Methadon für die Zukunft. Damit kann man unglaublich viel tun, wirklich. Und ihr spart auch eine Menge Geld dabei. Das ist nicht das Ziel, aber es ist ein netter Nebeneffekt. Wir leben in einem 3-Personen-Haushalt und wir geben Maximum 50 Euro im Monat für Essen aus, für Hafermilch und Luxusprodukte. Und unser Kühlschrank ist prall gefüllt, sieht man ja. Also, da kann man wirklich eine ganze Menge tun. Was können wir denn noch tun? Meine Güte, was sollen wir denn noch machen? Wer bis hierhin zugehört hat, wer sich bis hierhin 1, 2 Sachen rausgenommen hat, ich bin schon happy, Leute. Fühlt euch nicht überfordert, mir geht es darum, dass jeder sich hier ein bisschen was rauspicken kann. Was können wir also noch tun? Palmöl ist zum Beispiel so eine Sache. Da werde ich im März in Berlin auf der VeggieWorld eine sehr spannende Diskussion mit dem Jan Bredak, dem Chef von Veganz, führen über Palmöl, weil der eine Lanze für das Palmöl gebrochen hat und meint, Palmöl ist gar nicht so schlimm, wie wir immer sagen, aber konventionell hergestelltes Palmöl verbrennt unglaublich viele Regenwaldflächen, vertreibt unglaublich viele Menschen von ihren Lebensräumen und tötet sehr viele Tiere und ist mittlerweile in ungefähr der Hälfte unserer Lebensmittel enthalten. Also achtet einfach mal drauf, ob ihr Palmöl drauf habt auf euren Zutatenlisten. Und ja, es gibt auch eine vegane, palmölfreie Nutella, also die Grundnahrungsmittel sind gerettet. Also wenn euch Regenwälder in irgendeiner Form lieb sind, oder Orang-Utans, dann achtet da einfach mal drauf. Plastik ist etwas, was mittlerweile immer mehr so ein bisschen in den Mainstream gerät, vom Bewusstsein her. Aber letztendlich, schaut mal zu Hause nach, was habt ihr eigentlich alles an Plastik? Ich bin immer wieder schockiert, wie viel ich an Plastik habe. Alleine im Badezimmer, wenn man guckt, Shampoo oder Q-Tips oder Zahnbürsten, da gibt es für so viele Sachen mittlerweile Alternativen, die plastikfrei sind. Schaut einfach mal nach. Und gerade so Zero-Waste-Sachen gibt es so viele Tipps im Internet. Haben wir natürlich auch eine 2-teilige Podcast-Folge zu. Also schaut da einfach mal nach. Und auch wenn ich für das Thema biologisch nicht ernst ausgerichtet bin, Tampons sind ein Riesenmüllfaktor. Aber da gibt es mittlerweile auch Alternativen, Mooncups und was weiß ich. Also passt da gerne mal auf. Und natürlich Konsum im Generellen. Ich werde jetzt keine marxistische Rede halten, aber der durchschnittliche deutsche Bürger hat zwischen 10 und 100.000 Gegenständen pro Person. Wer braucht so viel Zeug? Wer braucht so viel? Das ist gerade Sachen, die wir nicht so oft benutzen. Brauchen wir die wirklich gekauft? Was schätzt ihr? Wie lang ist die Lebensdauer einer Bohrmaschine? Wie lang wird eine Bohrmaschine benutzt, vom Kauf bis zum Müll? Reine Arbeitszeit. 5 Stunden? 10 Stunden? 2 Stunden? 12 Minuten. Wir benutzen eine Bohrmaschine 12 Minuten, dann geht die in den Müll. Muss das sein? Nein. Leitern, Rasenmäher, alles Mögliche, gerade Werkzeug kann man sich so gut leihen. Also schaut doch da mal. Oder auch Kleidertauschbörsen. Gerade für Frauen, für Männer gibt es da leider noch nicht so viel. Also Männer, gebt mehr Kleidung ab. Na, nicht jetzt, aber später. Kleidertauschbörsen sind eine Riesensache, werden immer größer. Da könnt ihr euch im Internet informieren. Da könnt ihr Kleidung für umsonst kriegen. Ihr könnt shoppen gehen, ohne was auszugeben. Und ihr unterstützt damit nicht noch irgendeine Industrie wie Primark und Co. Da können wir wirklich ganz, ganz viel tun. Mobilität ist auch was eigentlich offensichtlich sein sollte. Aber wer von euch fährt jeden Tag zur Arbeit oder zur Schule oder zur Uni? Okay, wer von euch fährt im Auto zur Arbeit, zur Schule oder zur Uni? Elektrisch. Elektrisch, super, schon mal gut. Wobei, da gibt es die Diskussion mit Batterien und so. Egal, werden wir jetzt nicht drüber reden. Wer von euch fährt alleine im Auto zur Arbeit oder zur Uni oder zur Schule? Und schaut euch mal um auf der Straße. Wie viele Leute fahren alleine zur Arbeit oder zur Uni, zur Schule? Wie viel könnten wir allein durch Carsharing und Carpooling und wie es alles heißt, Carpool-Karaoke würde unser Leben so viel besser machen. Wir können so viel ändern, indem wir mal drüber nachdenken, muss ich wirklich mit dem Auto fahren? Wenn ich mit dem Auto fahren muss, kann ich jemanden mitnehmen? Das sind alles so kleine Schritte, mit denen wir sehr viel verändern können. Und natürlich ganz offensichtlich, übrigens, kleiner Tipp, man kann auch ganz ohne Auto leben. Ich habe nicht mal einen Führerschein, ich weiß, wovon ich rede, es geht. Und natürlich, bitte fliegt so wenig es geht.
ich weiß, Bali ist ganz toll, aber es gibt auch andere tolle Orte. Es gibt eine Seite, die heißt katzensprung.de und die zeigt uns sehr nahegelegene Urlaubsorte. Es gibt sehr viele tolle nahegelegene Urlaubsorte, auch hier in Deutschland und Umgebung. Wir können mit dem Zug in den Urlaub fahren, wir müssen nicht überall hinfliegen. Und ganz ehrlich, müssen wir unbedingt von München nach Köln fliegen oder von Köln nach Berlin? Mit Check-in und Check-out ist das so viel kürzer als mit der Bahnfahrt? Ich weiß, Deutsche Bahn, ich weiß, aber da können wir auch viel verändern. Für die absoluten Hardcore-Crack-Nerds unter euch, biozyklisch-veganer Anbau, auch eine Riesensache, kann ich jetzt nicht drüber reden aus Zeitgründen, aber da geht es darum, dass unser Gemüse, unser Obst letztendlich nicht vegan hergestellt wird, durch Dünger, durch Gülle, durch Knochenmehl, Blutmehl, Hornmehl, alles, was in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Und biozyklisch-veganer Anbau setzt sich dafür ein, dass unser Essen wirklich rein pflanzlich angebaut wird. Definitiv einen Blick wert. So. Puh. Müssen wir überhaupt so perfekt sein? Ganz ehrlich, müssen wir uns so sehr anstrengen? Ist das nicht alles ein bisschen zu viel? Was ist denn mit den Kindern in Afrika? Haben wir ja schon gesehen, die sind Teil des Problems oder der Lösung, besser gesagt. Wir können alle Schritt für Schritt etwas verändern. Das heißt, sucht euch das, was euch am meisten triggert, was euch am meisten aufregt, was euch am meisten ärgert, traurig macht, begeistert. Und verbindet es mit dem, was ihr am meisten möchtet und könnt. Es gibt einen tollen Begriff aus dem Business Coaching, der heißt, Kompetenz ist gleich Können plus Wollen plus Dürfen. Und wenn ihr das kombiniert, dann habt ihr unglaubliches Potenzial, dann könnt ihr so viele Menschen erreichen. Und auch wenn man das Gefühl hat, pff, ja, jetzt bringe ich halt irgendwie meinen Rucksack mit statt meiner Plastiktüte und nehme eine Metallflasche mit statt einer Plastikflasche. Aber was ändert das? Das ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ihr habt eben gesehen, wir sind sehr viele Tropfen auf sehr vielen heißen Steinen und wir können sehr viel bewegen. Also sucht euch eure Passion und versucht sie mit etwas Gutem zu verbinden. Und ihr erreicht so viele Leute. Und nur mal als kleines Beispiel. Ich bin, wie gesagt, einfach nur Schauspieler. Ja. Ich habe 25 Jahre lang leidenschaftlichst Fleisch gegessen. Ich hatte eine Familie aus Vegetariern, die sind alle Vegetarier. Ich war der einzige Fleischesser. Jetzt bin ich der einzige Veganer und sie sind alle Vegetarier. Ihr könnt damit so viel erreichen und ich habe nicht viel gekonnt und trotzdem konnte ich jetzt sehr viel erreichen. Ich komme darauf nochmal gleich zurück, aber jetzt möchte ich euch noch einen kurzen kleinen Motivationspunkt geben, direkt in die Magengrube, wenn ihr jetzt noch nicht genug Motivation habt. In den letzten 40 Minuten, wo ich geredet habe, ist Folgendes passiert. 3 Tier- und Pflanzenarten sind für immer ausgestorben. 13 Kälber sind im Mutterleib erstickt in Deutschland, weil ihre Mütter schwanger geschlachtet wurden, da ihre Milchleistung zurückgegangen ist. Das sind vegetarische Kühe. 22 Wale und Delfine wurden gefangen. 235 Kinder unter 5 Jahren sind verhungert. Die Fläche von Berlin wurde an Regenwald verbrannt oder abgeholzt. 3.800 Küken wurden geschreddert, weil sie männlich sind und nicht in die Eiindustrie passen. 7.500 Haie wurden getötet, 24.000 Rinder geschlachtet, 5,3 Millionen Hühner und 80 Millionen Fische. Aufwärts. In den letzten 40 Minuten. Wir können also wirklich etwas verändern. Also wirklich, ich möchte mich nicht als Beispiel nehmen, aber ich habe gerade nur mich. Deswegen, ich konnte nichts Besonderes, ich kann echt nur quatschen. Aber ich habe den blöden Podcast gemacht. Ich habe mit meiner Frau 2015 einen veganen Imbisswagen aufgemacht. Den haben wir 2 Jahre geführt. Wir haben tausende Gespräche geführt. Wir haben tausende Essen ausgegeben. Wir wussten nicht, was wir da tun. Wir haben es trotzdem gemacht. Hat funktioniert. Ich beschäftige mich seit kurzer Zeit endlich mal wieder ernsthaft mit Fotografie. Habe seitdem das wundervolle Glück gehabt, dass ich 2 Buchcover fotografieren durfte. Unter anderem von Sophia Hoffmann, das neue Buch. Von einem anderen neuen Buch von einem veganen Boxer, das im März rauskommt, durfte Magazincover fotografieren und. Das heißt, ich konnte eine Passion mit einem Hobby verbinden quasi. Und der Podcast wurde weltweit in allen hellgrauen oder blauen Ländern runtergeladen, sogar 22 aus Ruanda. Fantastisch. Und jetzt stehe ich vor euch und konnte diesen Vortrag schon einige Male halten. Und ich habe echt einmal die Woche mindestens irgendeine E-Mail, wo jemand sagt, danke, dadurch, dass ich den Podcast höre oder durch irgendwas anderes bin ich vegan geworden. Ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, meine Frau ist vegan, ich wollte mein Leben lang nicht vegan werden, jetzt habe ich deinen Vortrag gehört, so ein Mist, jetzt bin ich Veganer. Ja, wir können etwas verändern und das sage ich euch nicht, weil ich so ein geiler Typ bin, sondern weil wir das alle können. Weil ich Chancen bekommen habe von tollen Powerfrauen und Powermännern, von Superhelden in meinem
Leben und weil ich was draus machen wollte. Ist das anstrengend? Ja, das ist manchmal anstrengend. Aber es ist es auch wert. Deswegen, wenn ihr möchtet, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir, hört euch bitte den Podcast an. Viel Spaß beim Weltretten und vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, ich bin noch da. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kräftigen Applaus für Lars Walter. Dankeschön.